So, und weiter geht's mit Soul Blazer. Ich möchte euch ein Secret zeigen, das ist so fies versteckt heute. Heute ein Secret zeigen, das ist so fies versteckt. Ihr müsst nämlich diese Tulpe hier... ja, verschieben. Und dahinter ist ein Pass. Und das war nämlich mit gemeint, dass der, ja... ist unter der Tulpe vergraben. Dank dem Pass kommen wir jetzt nämlich eigentlich hier durch dieses Tor durch. Da bin ich mal gespannt, weil da oben ist noch ein Secret, das ich ja freigeschaltet habe, und dieses Secret werde ich auch bekommen. Oh, der Pass, wo hast du ihn gefunden? Jetzt kannst du durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wofür der ganze Aufwand jetzt war. Ich brauche diese Welt, bitte nimm dieses Schwert. Das Heilschwert. Okay, mal gucken. Oh, ho, ho. Heidewitz, sehr gut. Mach weiter, so viel Glück. Heidewitzka, habt ihr mal... habt ihr euch die Werte mal kurz angeguckt? Und vor allem... heilt nach einem Kampf volle Kraft. Interessantes Schwert. Sehr interessantes Schwert. Ich glaube, ich werde es auch mal ausprobieren. Aber... ja. Ja, wie werde ich es benutzen? Keine Ahnung. Ja, aber wie werde ich es benutzen? Ich werde es natürlich schwingen, das Schwert. Die Frage ist, wie oft und werde ich es überhaupt benutzen? Ich meine, gut, ich bekomme sowieso noch weitere Schwerter wahrscheinlich, aber das Schwert ist doch schon ziemlich OP. Will ich mal so sagen. So, und wir erforschen jetzt mal weiter diesen Sektor hier. Also Dr. Leos Labor. Denn hier gibt es ja noch 15 Monsterhöhlen zu finden. Das ist ein ganzes Röhrensystem hier. Die Musik finde ich auch sehr passend. Uiuiui. Wo sind die anderen Roboter hin? Ach, da wahrscheinlich. Oh, nächster Level. Ach so, sind so kleine... ach so, eine Viecher sind das. Ganz schön fies. Freut eine Pflanze. Ich muss aber auch sagen, irgendwie, dass mir die anderen Tracks von anderen Levels besser gefallen haben. Der hier... naja. So, Pflanze befreit. Ja, mit... also mit dem Soundtrack kann ich mich jetzt nicht so anfreunden von dem Level. Die anderen waren cool, aber der hier irgendwie... na. Auch wenn ich sagen muss, er passt. Auch wenn ich witzigerweise sagen muss, er ist für mich gerade genauso verwirrend wie das ganze Röhrensystem hier. Ironischerweise. Ah, oh Mann, die machen doch verdammt viel Schaden, die Viecher. Und vor allem diese Entek nervt. Da nutzen wir mal Schildarmband.
Da die Feinde ja so stark sind. Befreie deine Katze. Nach und nach offenbart sich das Haus. Wo jetzt weiter? Bestimmt anderswo. Wie lang vielleicht? Okay, Wurmies. Tschüss, Wurmies. Okay, ist auch noch was. Diese Würmer kommen mir auch aus Illusion of Time bekannt vor. Nur da sind sie größer. Ach komm jetzt. Schluss mit lustig. Oh Mann. Ja, das ist schon ein bisschen bräsig jetzt, das Ganze. So, haben wir noch einen? Ich habe keine Heilkräuter. Keine Heilkräuter. Und theoretisch könnte mich das Heilschwert jetzt eigentlich retten. Aber wie gesagt, nur theoretisch. Ich könnte natürlich auch zum Speicherpunkt zurücklaufen. Was auch ginge. Oh, das ist mies. Scheiße. Moment, sind die ganzen Monsterhöllen jetzt weg? Die ich schon besiegt habe, oder? Wie ist das jetzt? Ah, die sind weg. Das ist praktisch. Okay, besiegte Monsterhöllen bleiben also weg. Das ist ungemein praktisch. Leider sind auch meine ganzen Juwelen weg. Wenn man die aus Distanz besiegt, dann gehen die eigentlich. Okay, was sind das für schnelle Viecher? Ach so! Ich verstehe. Die bewegen sich im Kreis. Hat mich gerade verarschen, die Viecher? Hä, rennen die im Kreis oder nicht? Ach so, immer wenn ich in deren Pfad gehe, dann gehen sie im Kreis. Ist das fies? Ach ja, natürlich so schlau. Was sind die jetzt? Ich muss sagen, diese kleinen Roboter gehen mir so ein bisschen auf die Klötze. Aber nur ein bisschen. Befreit eine Katze. Uiuiui, das kann ja was werden hier. Eine große Tür haben wir freigeschaltet.
nach und nach formt sich das Haus. So, noch zwei Monsterhöhlen sind hier. Okay, den will ich noch besiegen. Wo steckt der? Egal, erstmal das hier machen. Wo ist das Käferteil jetzt? Das muss doch irgendwo sein. Oder ist es jetzt abgehauen? Ach, da war das Vieh. Wie spawnen die Viecher? Spawnen die so random oder wie läuft das ab? Blickt nämlich gerade nicht ganz durch, wie die sich bewegen. Und ich muss auch gerade sagen, so ein bisschen ist es auch gerade nervig, diese Viecher zu verfolgen. Ja, genau deswegen. So, wo ist es jetzt? Da oben. So, endlich. Was befreien wir jetzt? Kiste mit Schubladen. Wo bestimmt was drin ist. Wo bestimmt was Tolles drin ist. Okay, jetzt bin ich noch tiefer unten. Alles schwarz schon am Boden. Interessant. Ah, ich ahne schon, ich brauche eine andere Rüstung dafür. Die wahrscheinlich. Sieht nämlich ganz nach Feuer aus. Beziehungsweise Lava-Ersatz. Bisschen nerven diese Wurmi-Viecher. Da sie sich ziemlich penetrant bewegen. Eine Katze befreit. Der Kater schläft, er scheint, er hat Schmerzen. Oh, oh, Dr. Leo! Ich bin gespannt, wie dieser Dr. Leo aussehen wird. Okay, da geht's noch tiefer runter. Aber hier sind noch 13 Höhlen übrig. Das heißt, fertig werden wir hier noch nicht. Ich vermute mal, da kommen wir von woanders aus hin. Das kann ich noch machen. Ja, und dann müssen wir irgendwie anders hinkommen. Ach so! Das führt ins Rohr rein. Ich dachte schon noch tiefer runter.
Aber nein, das führt uns bloß in eine Rolle hinein. Befreit eine Maus. Interessant. Wir befreien lauter Tiere hier. Oh, so eine Viecher schon wieder. Ja, das sind so eine Viecher, die mag ich gar nicht, weil die sind mal hier und da. Schwören dann ganz komisch rum. Bewegen sich ganz komisch durch den Raum, diese Viecher. Und ich darf sie voll verfolgen. Vor allem weiß man nie genau, wohin sich diese Viecher gerade bewegen. Jetzt zum Beispiel, die können überall sein. Ja, jetzt kam es da an, das Vieh. Und der andere. Jetzt haben wir einen weiteren. Einer fehlt jetzt noch, glaube ich. So. Ja, die sind ein bisschen nervig, diese Viecher. Sind zwar machbar, aber sie nerven. Ich finde diesen Transparenteffekt mit den Röhren hier ziemlich cool. Okay, die mussten wir sogar verfolgen. Okay, durch komme ich dann nicht. Ich würde ja fast meinen, das sind Gegner zum Farmen. Die nämlich. Okay, das sind Metallgegner. Da hilft keine Magie. Ich komme auch ziemlich schnell an. Die kommen auch ziemlich schnell an, diese Viecher. Ja, wenn es geht, dann will ich schon alle Feinde zerstören, die ich finde. Eben weil es sich dann lohnt am Ende. Ich bin gespannt, was der Endboss drauf hat. Was sagst du mir? Ich mache diese Welt, bitte nimm dies. Welterfahrungspunkte. Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Es fehlen noch 7 Monsterhöhlen. Aber ich glaube, dass... Obwohl, doch da drüben könnte es lang gehen. Ja, muss da drüben lang. So. Noch was befreit. Und zwar. Ah, jetzt komme ich dahin. Super. Dann können wir uns bald im Labor umschauen. Bald wird das gehen. Oh, ich mag diese Mistviecher nicht. Ein richtig penetrantes Schussmuster haben die Viecher. Wow. Obwohl, wenn der Winkel stimmt, dann geht das eigentlich auch hier. Was gerade natürlich nicht der Fall war. Wunderbar. Oh, diese Viecher nerven so sehr. Ich bin froh, wenn alle weg sind. Eine große Tür. Gibt bestimmt.
bestimmt noch ein Obergeschoss von diesem Gebäude. Oh nein, oh scheiße, Mann. Na komm. Das habe ich nämlich schon durchschaut, was ihr vorhabt. Und wo ihr lang wollt. Ich glaube, auf den Rohren bewegen sich diese Viecher. Okay, da kann ich noch nichts machen. Kann ich diese Viecher wieder suchen? Da ist es ja. Ah, gut. So, immer drauf da. Sam, hier räume ich noch auf oder versuche es zumindest. Erst dann nächstes Mal. Hier weiter geht. So, zack. Ah, das kommt perfekt. Das kommt perfekt. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part von Soul Blazer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.